Einen wunderschönen guten Bonjour, meine Damen und Herren. Damit herzlich willkommen zur allerneuesten Dodo Wars Folge hier auf meinem Kanal. Ja, eine bisher turbulente Woche liegt hinter uns. Wir mussten uns neu formieren. Max hat uns gespottet. Wir haben den Spiel noch nicht bekommen. Das sind alles so Sachen, die so ein bisschen schwierig gelaufen sind. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich die Motivation nicht verloren, wollen jetzt also weiterkämpfen und freuen uns natürlich auf weitere tolle Erlebnisse. Wir werden uns jetzt erstmal wieder neu aufbauen. In dieser Folge werdet ihr auch ein bisschen etwas Besonderes bemerken, denn es kommen so ein paar Komplikationen auf, aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ja, nochmal dran denken, diese Woche hatte ich in Spandau aufgenommen. Das bedeutet, die Soundverhältnisse sind immer noch nicht so ganz optimal, Eis ist immer noch ziemlich leise, aber ab kommender Woche wird wieder alles normal werden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, genießt es und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Viel Spaß. Naja, Leute, ja, wir müssen mal eben, ich muss mal eben noch eine kleine Ansage machen. Sorry nochmal, wie gesagt, wegen der letzten Folge, die ist leider, da ist mir die Aufnahme zersprungen, aber dafür nehmen wir ja mal beide gleichzeitig auf. Da also die Sicht von Eis. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, auf diesem kleinen Berg hier schon so eine kleine Hütte eingerichtet. In der Zwischenzeit hat Eis sogar die Base wiedergefunden, wo ich eben war, beziehungsweise wo ich gespawnt bin in dem Bett. Und er hat sogar schon angefangen, T-Rex zu tamen. Und ein kleiner Schmankel noch für euch. Zwischen den Folgen treffen wir uns immer in einem gemeinsamen Teamspeak-Raum und erzählen immer so ein bisschen oder versuchen immer so ein paar Hints rauszuholen. Und jetzt ist ja mittlerweile schon öfter vorgekommen, dass wir uns auch treffen. Und jetzt hat Max quasi gerade eine Kampfansage gemacht. Er möchte jetzt wohl mit seinen Dinos durch das Land streifen und suchen und vernichten. Und jetzt müssen wir natürlich uns darauf ein bisschen vorbereiten. Ja, und er hat auch die Ansage gemacht, dass er dieses schöne Schild mit Henno Stinkt gefunden hat. Ja, das stimmt. Genau, wir haben ja Henno Stinkt quasi nochmal aufgestellt von unserer alten Base. So als Weckruf, dass wir nicht mehr da sind. Haben wir uns natürlich auch eben erstmal eine kleine Standpauke anhören dürfen, dass wir abgehauen sind und uns nicht stellen würden. Aber das ist natürlich alles ein taktischer Zug. Ihr habt es natürlich alles mitbekommen. Wir waren so ein bisschen am Struggeln, aber es geht wieder bergauf. Der nächste T-Rex ist in der Mache, Leute. Und ich sag mal so, es geht weiter. Ne? Das wird auf jeden Fall ein dickes Bier, du. Jo, ja stimmt, ja, wieder ein neues Bier. Lecker. So, ich wollte hier diese Boxen, übrigens Leute, wollte ich nochmal nach hier vorne stellen, um hier den Ofen hinzustellen. Wir haben uns auch eben dazu entschieden, hier nur so ein kleines Lager zu haben, wo wir einen Schmelzofen haben, ein bisschen Metall zu verarbeiten. Wobei ich mir eigentlich schon überlegt hatte, vielleicht einfach jetzt den ganzen Shit rüberzubringen in das andere Lager. Kannst du machen. Also am besten ist halt, wenn du da noch so eine Werkbank hast und direkt Munition herstellst, weil dann musst du halt nicht so viel auf einmal schleppen, ne? Du hast ja jetzt kaum Tragekapazitäten. Ja, das Ding ist halt, wenn ich jetzt hier eine Werkbank... Ich muss halt, ich kann hier... Das Ding ist auch, das Haus ist nicht groß genug für einen Schmelzofen und noch eine Werkbank. Das wird hier nichts, glaube ich. Also ich kann den T-Rex halt komplett mit Primeat durchdrehen. Ich hab mir gerade jetzt nochmal den Alpha gegönnt. Ich hab übrigens eine Pistole bekommen von Alpha. Und ich hab eine blaue Pickaxe. Eine blaue Lederpickaxe bekommen. Gut. Und der eine Pickaxe hat jetzt gut Level erreicht. Aber ich muss mal kurz gucken, wer das war, der den Asset hatte. Oh, Faxe war das. Wie Level hat er bekommen? Oh, Faxe, nochmal 4 Level oben rauf. Nice. Ich komm jetzt nochmal eben rüber. Und bringe mal 200 Metall vorbei, um die in den Ofen dort zu tun. Und wir können nochmal die Dinos auslernen langsam. Weil die ja noch den ganzen Shit haben. Erdinger hat auch noch 2 Schränke drin, die können wir mal aufstellen. Dann können wir mal ein bisschen. Können wir mal das wirklich als unsere Base nutzen jetzt? Jo, und wenn wir das. Also können wir mit den Rexen deutlich mehr Metall transportieren, dann holen wir. Ja, ja, genau. Machen wir noch eine Forge. Das ist gut. Ja. Ja, also ihr seht schon, Leute, es ist in einer Woche ist immer alles dabei an Emotionen. Ja, wir verlieren was, wir gewinnen was Neues dazu. Aber jetzt nochmal auch großes Danke an die Leute, die unbedingt auf dieses Metallvorkommen hingewiesen haben. Das war wirklich, wirklich, wirklich sinnvoll. Hast du echt so gezählt? Ja, also ich habe jetzt 300 Metalle. Ja. Da sind immer noch Vorkommen, die ich noch nicht abgebaut habe. Aber wie transportierst du das alles? Ich trage das mal rüber. Ich würde gleich mit Bocky rüber. Wie viel Ort gebockt? Wie viel hast du jetzt hier? Nein, ich hab nur ein Stack gerade. Hallo. Hey. Was war das? Ich würde gleich. Ja, ich würde mit Bocky gleich rüber schwimmen. Ja, genau. Aber du musst halt mal noch die T-Rexe angreifen. Ich werde dann noch dabei, Bocky zu followen. Das sind so Ritter-Tutschüler. Oben. Da, wo der Sprecher steht. Ah, lol. Ja, gut. Wenn du Bock hast zu Faser, bräuchte ich mal auch nochmal bezahlt, weil ich hier die Bayer-Faser drin. Ja,
Lasern muss doch in 2 Sekunden fahren. Ja, das dauert schon noch ein bisschen. Ich könnte mir eigentlich was ich will machen. Ist das näher? So, wo ist die Hütte? Hier hinten. Ah ja. Er macht dieses gleich auf den Platz. Schon wieder die Tür aufgelassen. Ja, da war jetzt auch nichts drin, ne? Ja, aber... Ja, du hast recht, Kalle. Ich will gar nichts sagen, du hast recht. Ich muss unbedingt... So, haben wir Karte M. Markieren wir das P. P kannst du markieren, bitte. Was hatte ich vorhin gesagt? Bei 60, 25 ungefähr waren die anderen beiden. So, warte mal. Muss ich mal gucken, ne? Wo sind wir denn hier? Latitude ist doch oben, oder? Du musst erst die Stats quasi... Ja, ja, genau. Also 25, 60 ist jetzt quasi Alex, wenn du so möchtest. Ja gut, ich... Warte, kurz 25... Nee, warte mal, ich mache erstmal das. 40, 50... 40, 50 müsste jetzt unser Base sein, oder? Nope, okay. 40, 50 ist anders. Okay, dann nimmt der erste den Wert von... Der ist, doch, eben. Aber pack ruhig das Metall erstmal in den Ofen, hast du schon arbeitet. Ja, ja, bin schon dabei, hab ich schon. Schon angemacht? Ja, ja. Sehr nice. Kann ich mir nämlich fix eine Sichtung machen und... Kann ich den Shit wieder wegmachen? Kann ich den... Scheiße. Die Markierung kannst du auch wieder entfernen, ja. Ja, wie denn? Du drückst M, P und dann kannst du da oben entfernen. Ja, ja. Aber das nicht. Dann können wir uns endlich mal ein bisschen orientieren. 40, 40. Das ist... Oh no, ey, ich bin zu blöd. Hä? 50? 40. Achso, ich muss... 40, 60 muss ich... Dumm. Warum sagt denn das immer keiner? Dass ich dumm bin. Eigentlich ganz schlau, Kalle. Also, was habe ich gesagt? 40, 60. Mach mal 2 Metall, dann kann ich die Sichel machen. Ups, der Ofen ist aus. Ja, war zu wenig Holz drin. Okay. Okay, die Basis ist jetzt nicht so genau da, wo ich bin. Anstatt, dass man einfach den Pin da setzen kann, wo man ist, ne? Ja, ja. Also, es ist ja 40. Basis 1. Wenn ich sie jetzt mache. Ist genau dazwischen jetzt. Boah. Also, die du haben willst, dann da liegen noch Narcos. Ich habe aber vorhin nochmal 50, 60 Narcos gemacht. Alter, 40. 57. Unsere. Oh lol, der Rack ist ja schon fertig. What the fuck? Okay, ich werde jetzt hier einfach. Ich habe jetzt hier keinen Bock mehr. Alter, der neue Rex hat vom Grundlevel ein höheres Level als Wachse. Okay, krass. Na, wie wollen wir nennen? Warte mal, Faxe ist ja schon ein dicker Dorsch. Ja, was ist größer, was besser ist, ne? Ist es männlich oder weiblich? Frage. Schau. Der ist, weiblich. Dann hätte ich Paulaner schon fast. Schönes Polana. Wenn ich den jetzt Hast du ihn schon benannt, oder? Nee, ich muss mal gucken, wie ich den jetzt nochmal umbenenne. Der heißt jetzt Rex von Anfang an. Ja, einfach mit E. Gut, ah, okay. Optionen, dann ändern. Das Erdinger Weißbier. Ah, Paula. Also, guck mal, was hat die an Leben? Texo? Die hat Leben 4100. Nahkampfschaden 230. Aber was sind die Schränke von Erdinger? Erdinger hatte. Die einen... sind doch immer im Erdinger drin. Ich hab die eben nicht gesehen. Ich komm gerade mit dem Minus hoch. Aber vielleicht sind die auch im anderen Rex oder so. Ah, kann auch sein, dass die in. Faxe reingemacht hat. Faxe und Paulane sind hier auf der Seite. Wollen wir nur halt beim Rex dabei? So einen Gruppenbuff. Ja, wegen Liebe und so. Ja, ja. Ah, schön. Hallo, das sieht schon ein bisschen beeindruckend aus, wenn die drei so vor mir stehen. Holz hat ja auch ohne Ende. Ah, jetzt hätte ich mich wieder nicht bewegt. Ist ein Kanu abgeblieben? Keine Ahnung, ich hab den nicht bewegt. Ja, aber auch was abgestellt. Ich hab den nicht bewegt. Ich jetzt. Ach, oh lol, der hängt da unten fest. Ach, Bockbier, sag mal. Ich will gleich nochmal ein paar Pfeile machen.
dann machen wir es von der Aufteilung jetzt einfach so, dass du quasi die Baseball ausbaust und halt schön Ressourcen anschaffst und ich suche jetzt auch weiter nach Dinos, die wir halt brauchen können. Ja. Ich stelle mal ein paar Schränke auf. So, hier. Wir haben auch übrigens Fasern umhängen. Was da? Weil du dann mal Fasern gefragt hattest. Ja. Ich versuche immer ein bisschen Ordnung auch reinzubringen. Je nachdem, wie gut das funktioniert. Das haben wir jetzt zufällig noch irgendwo Chitin? Ja, 14 habe ich hier noch. Kannst du die mal in die Werkbank reinlegen? Weil mein, der ich habe die in den rechten Schrank gepackt. Okay, der Rex hat halt meine gesamte Chitin-Ausrüstung weggeknabbert. Ja, das ist nicht so viel, ne? Was wir haben. Das reicht mir vollkommen aus. Reparieren. Brauchen wir 5 Chitin, um das zu reparieren. So, das geht ja voll. So, die Narcos müssen auch fertig sein. So, Narcos habe ich gemacht. Bären habe ich mir auch gehört. Faxe hat nämlich auch noch Holz. Okay, dann gönne ich mir hier schon mal Bockbier. Dann siehst du, dass du dir. Was ist denn du hast ja noch dein Gewehr, ne? Ich habe kein Gewehr. Achso, das ist noch eine Leiche drin. Ich weiß noch nicht, wo ich gestorben bin. Okay, ist egal, dann hol dir das Gewehr aus meinem raus, Falle. Ich habe eine Armbrust gerade. Ja, aber bloß falls Max kommt zum Beispiel, da bist du mit dem Gewehr deutlich effizienter. Ja, hier ist alles voller Chitin-Ausrüstung. Ja, ich hab meine gerade repariert. Ich hab mal alles tot. Boah, da hinten ist noch ein Level 22 Rex. Nächsten Rex-Tame? Ich rede hier von Ordnung und mache hier nur Scheiße. Ja, gut, das ist deine Aufgabenfalle, ne? So, Bockbier, bleib mal hier. Was hat Buddy noch dabei hier? Oh, der hat auch ein paar Level bekommen. Aber der ist nur 46, ne? Da muss man ein bisschen. Oh, der hat so viel Holz. Der hat so viel Holz, der Boy. So viel Holz, der Boy. Hey, Buddy. Komm ran. Ein bisschen Chitin hatte der auch noch. Ein bisschen Metall hat er sogar noch. Ein Pelz. Nee, nicht Pelz. Warte, jetzt komm ran. Ich kann den nicht. So. Also wir haben auf jeden Fall gute Hide am Start. Bisschen 19 Chitin haben wir. Bisschen Kohle haben wir auch. Dann der ganze Schissel hier, das kommt da auch mit rein. Wofür brauchen wir Pelz? Brauchen wir Pelz überhaupt? Pelzrüstung. Aber wir brauchen das drin. Vielleicht später mal. Was ich trotzdem noch machen werde, ich werde drüben gleich noch ein Bett aufbauen, glaube ich. Ja, das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Einfach zur Sicherheit. Und dann gucken wir mal, ob wir hier so ein paar Spikes auch aufstellen, wa? Die Metallspikes haben wir ja zwar gesagt, machen wir nice, gar nicht. Nice, Kalle. Nächster Rex. Geil, Junge. Alter, dann haben wir schon 4 Rexes? Jo. Alter, was ist los mit uns? So, was warte ich jetzt im Bett? Dafür brauche ich Fieber. Fieber, Junge. Dann brauche ich Ditte. Und was brauche ich noch? Wood. Leder wahrscheinlich auch noch, ne? Aber Leder wird ja noch genug da sein. Leder habe ich auch. So, dann machen wir mal hier das Bett. Oh! Ups. Na, das ist aber noch nicht das Ende, ne? Ne, ne, ne. Irgendwas ist. Nicht richtig. Mori ist im Treffpunktraum. Mhm. Ja, Leute, machen wir kurze Pause. Geht gleich weiter. Wir haben leider irgendwie einen Game-Breaking-Bug. Und zwar, sind wir am Ufer
lang gelaufen, also generell jetzt einfach nur Ufer. Und auf einmal war ein T-Rex wegteleportiert und dann sind wir irgendwie, haben wir gesucht. Und auf einmal war der in einer Höhle, wo gerade mal nur ein Mensch durchpasst. What the fuck? Und ist tot. Und dann drehen wir uns um und der nächste T-Rex ist weg. Drehen uns wieder um, auf einmal ist der nächste T-Rex in der Höhle und der ist jetzt zwar nicht tot, aber der kommt da nicht raus. Also, das ist komplett komisch. Okay. Sind das eure T-Rex oder? Ja, also sag ich jetzt einfach mal, weil... Ja, ist ja okay. Okay. Du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass wir zurücksetzen oder was? Keine Ahnung, das ist ja die Frage. Deswegen haben wir jetzt pausiert, um den Kriegsrat einzurufen quasi, weil... So, du bist auch, du hast doch einfach Adminrechte, richtig, Max? Ja. Dann, weil wir haben halt gerade wirklich super wichtige Sachen bekommen. Ich will jetzt nicht sagen, was es ist. Ich hätte halt eher gesagt, dass du dann halt die Dinger einfach sterben lässt und dann kannst du ja als Admin einfach einen neuen T-Rex oder sowas machen, oder nicht? Also den einen kannst du auf jeden Fall... rausteleportieren, ja. Genau. So, ich habe euch das jetzt mal kurz eingespielt, damit ihr auch seht, was die Problematik ist und vor allem, dass ihr auch mal einen Eindruck davon bekommt, wie es dann abläuft, wenn mal Probleme entstehen, wie wir damit umgehen und dass wir uns dann auch gemeinsam absprechen. Im Endeffekt war es dann so, der gute Max hat sich einfach einen neuen Dino spawnen lassen und hat ihn dann hochgezüchtet und wir haben jetzt an dieser Stelle auch die Aufnahme abgebrochen, sodass wir dann quasi an einem neuen Aufnahmetermin, also an dem Aufnahmetermin für die kommende Woche, die Folge beendet haben, deswegen auch andere Klamotten, ich habe wieder zu Hause aufgenommen und da springen wir jetzt rein an dieser Stelle, wie es dann weitergeht. So, meine kleinen Rosettenfreunde, ihr wundert euch, hey, der Henno ist auf einmal gar nicht mehr tiltet, woran liegt das? Wir haben jetzt einen kleinen Break gemacht. Denn bei uns gab es ein gewisses Bermuda-Dreieck, was unsere Dinos eingesaugt hat. Mehr sage ich mal nicht für die anderen Teams, falls da Zuschauer sind, die sich nicht, die nicht gespoilert werden wollen bei unserem Stand. Und ich musste per Admin-Befehl einiges an Arbeit leisten, um wieder den alten Ist-Zustand herzustellen. Daher jetzt der Cut und wir machen jetzt einfach weiter, wo wir... Ich glaube, wir waren so bei 15 Minuten, oder? Wir waren ziemlich genau bei der Hälfte. Ja. Genau, dass ihr da Bescheid wisst. Anderes Thema. Wir sind jetzt schon in der nächsten Woche. Wir haben gesagt, ach komm, dann machen wir jetzt einen Break. Max tobt sich 3 Stunden aus und dann nehmen wir nächste Woche einfach ein bisschen eher auf. Daher auch andere Klamotten. Ne, ihr könnt alle mal zeigen, was ihr so anhabt. Hier, guck mal, blaues T-Shirt. Ich habe extra mein Trikot sogar wieder mitgenommen. Neue Kappe. Summon us in. Genau. Anderer Punkt, daher wissen wir auch schon, dass es einiges an, ja, dass es ein bisschen einen Diskussionsbedarf gab bezüglich Kalles Inkompetenz, verstehe ich. Aber man muss da sagen, wir haben ja gesagt, situativ würde ein PvP-Kill auch dann gelten, wenn man während eines PvE-Kampfes oder einer PvP-Aktion durch ein PvE-Dino stirbt. Ja, oder irgendwie durch Fallschaden stirbt oder so. Zum Beispiel in der Situation ist Kalle mir hinterhergesprungen und wäre dann durch den Sprung gestorben, wäre es ein PvP-Kill nach meiner Wahrnehmung, weil er halt mir hinterher ist und das eine PvP-Aktion war. Wäre er runtergefallen, hätte überlebt und da ist instant ein T-Rex und zerbeißt ihn, wäre es auch ein PvP-Kill in meiner Wahrnehmung, weil es noch die Situation umfasst. Jetzt war es wohl aber so, dass ich schon, ich glaube, Eis hat nachgeschaut, satte 50 Sekunden nicht mehr vor Ort war und Kalle halt eher im Modus war, okay, wie findet er sich jetzt zurecht, wie kommt er wieder hoch, was geht hier? Und dann kam irgendwie angeschissen und bringt ihn um. Und das ist nach unserer Auffassung ganz klar dann kein PvP-Tod. Brauchen wir noch nicht diskutieren. Es geht auch nicht darum, wer hier der krasseste Babbo ist und wer jetzt hier gewinnt und das ist, Projekt ist zwar PvP, aber ist trotzdem ein Miteinander und entspannt euch ein bisschen gerade in den Kommentaren. Wer beleidigt, fliegt hochkant raus und darf auch nicht mehr ins Klassenzimmer. So. Gerade bei Kalle, irgendwie Kalle ist da ein bisschen anfällig, verstehe ich auch, der ist halt ein Hasenfuß, ne, um mal euch da euren Wortschatz zu verwenden. Da kann man schon mal sauer werden, aber ihr müsst auch bedenken, der kommt nicht aus Spandau, daher ein bisschen Verständnis. Gut, zum Glück nicht. Von mir aus können wir jetzt ein bisschen weitermachen. Ja, also. Auf geht's. Das kommt auch noch hinzu. Das ist ja eine Leidensgeschichte, aber okay. Okay, wir gehen in die Räume, oder habt ihr noch was? Okay, cool. Tschüss. User left your channel. Channel switched. User joined your channel. Kalle!
Ich habe das mit dem PvP halt auch gar nicht so gerallt. Ne? Ich wusste zwar gleich, als sie in die Kommentare geschrieben haben, so was gemeint ist, aber ich habe das halt in dem Moment auch halt überhaupt nicht so empfunden. Ich hab's auch, also es war für mich so, es war, also für mich war das schon einfach im Kopf auch was ganz anderes wieder. Ja, ja. Dass ich gar nicht wusste, was die jetzt von mir wollen. Und musste dann erstmal zweimal überlegen, ach so, Max war ja da und ich bin kurz darauf einmal gestorben. Achso, die Frage ist, nehmen wir jetzt 15 Sekunden auf? Wir nehmen jetzt nicht 15 Sekunden, sondern 15 Minuten auf. Ja, 15 Sekunden. Ja, ich muss mal eben, ich habe eine neue Maus, ich muss mal eben hier die Dingsbums tatsächlich nochmal die Empfindlichkeit einstellen. Wo ist denn der Tier? Scheiße. Oh, jetzt sind die hier wieder, ne? Wo macht man das? Weiß ich nicht. Hoffentlich nicht über die Windows-Einstellung. Achso, warte mal, bestimmt hier vorne. Also. Okay, lol. So, ich geh uns mal ein paar Narcos farmen. Ich nehme alles anders. Damit ich mehr Dinos tamen kann. Weiß nur über die. Ich kann es nicht mit dem Maus machen. Scheiße. Hä, wie kann ich das denn hier umstellen? Das ist gerade in-game über die Controls oder was? Ja. Muss ich ja. Genie Zippa, de rien, ne pas plus, à la gare, le fromage. Okay. À l'école. Wo kommt das jetzt her? Oh. Tut mir leid. Naja, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit wieder noch rumstehe. Wir waren dabei, genau, ich war dabei, das Metall rüberzuholen, ne? Genau. Ich weiß nicht, ob du nicht da besser irgendwie eine kleine Hütte und eine Schmiede hinballerst. Ich glaube, das ist sogar sinnvoller. Also wenn du da halt irgendwie drei so eine Schmelzöfen hinballerst, ein paar Spikes noch drumherum, dass niemand rankommt, eine kleine Hütte. Ich glaube, dann sind wir halt ziemlich fein. Das Ding ist einfach, ich hatte, das weiß ich noch ziemlich genau, da extra keine große Hütte hingestellt, weil ich mir ziemlich sicher war, dass ich sonst die ganzen Spawnpoints von dem Metall belegen würde. Okay. Und das wollte ich gerne vermeiden. Naja, I know what you mean. Und ich, also es sind halt... Oh, nee. Ja, wenn nicht, dann hol dir also noch einen Rex. Ja, aber es sind halt 100 Meter, so. Also keine Ahnung. Ja gut, dann nimm einen Rex mit, wo du das Metall reinpumpen kannst, weil in den Kanu kriegst du halt nicht so viel rein, ne? Das Ding ist... Oder du trägst es halt selber, weil du ja nur Gewicht gelevelt hast. Hä, ich hab nicht nur Gewicht gelevelt, ich hab viel Gewicht gelevelt, weil ich schlau bin. Ja, beim Kampf bringt das nicht viel. Ach, ihr mit eurem Kampf. Die Leute müssen sich mal ein bisschen entspannen. So langsam werde ich auch ein bisschen ungeduldig hier. Ja, immer diese ganzen Leute, die einfach nur haten. So. Ja, aber es gibt auch genug Leute tatsächlich, die jetzt auch über den letzten paar Tagen... Ich hab leider nichts zu trinken gerade, ist natürlich ein bisschen doof. Die sich auch positiv geäußert haben. Nicht nur Hater. Ist auch schön. Naja, wir müssen ja auch ein bisschen clever an die Sache rangehen, ne? Einfach so brainless jetzt gegen Max zu fighten, der hat da schon gute Erfahrung. Wäre halt nicht der richtige Gedanke und alleine, weil ja auch viele so gesagt haben, oh, naja, jetzt ziehen sie direkt um. So, das ist halt die einzig mögliche Idee, ne? Müsst ihr euch vorstellen. Wenn wir nicht wissen, wo die sind mit ihrer Base und die wissen, wo wir sind mit unserer Base, dann können die uns halt in unserem Tame-Gebiet, wenn wir irgendwas tame, können die uns halt abfucken, so, die können halt uns einfach ausspionieren, die haben halt alle Möglichkeiten und wir können halt nichts dagegen tun. Ja. Also war halt einfach bloß die logische Konsequenz, da halt einfach umzuziehen. Ja, bei mir haben auch ein paar geschrieben, dass sie es ein bisschen risky fanden, dass wir zum Beispiel dann die ganze Zeit mit unseren Dinos einfach so rumgelatscht sind. Und ich meine, es hat zwar jetzt ein paar Folgen gedauert, bis wir gecheckt haben, dass wir dieses krasse Metallvorkommen haben. Ich meine, ich war jetzt ja auch derjenige, der blind dran vorbeigelaufen ist, muss man dazu sagen. Aber gleichzeitig, ja, es wird schon. Ich glaube zwar, dass sie ein Stück weit hinterher sind. Wir sollten uns auch demnächst, glaube ich, mal um sowas wie Granaten oder sowas kümmern. Mhm. Dazu brauchen wir noch Holz. Das war halt. Ich will hier auf jeden Fall noch zwei, drei Schmelzöfen unten drin haben. Dann können wir halt ordentlich Holz verballern. Wir brauchen nämlich sehr, sehr viel von der Kohle. Ja. Und ich bin gleich tot, weil mich der Raptor frisst. Ja, hast du irgendwas dabei? Versuchen zu töten. Muss ich von unserer Base hin nach rechts runter? Zum Wasser, ja. So, links runter ist aber zum Wasser. Ja, muss man eben. Ja, ich versuche hier gerade gegen den Raptor zu kämpfen. Ja, wenn du mir sagst, wo du bist, kann ich dir helfen. Leider nur diese Scheiße. Ja, ich bin hier am Wasser. Aber. Ja, aber wo am Wasser, Kalle? Also ja, es gibt ja nur links das Wasser, aber ich bin eh tot. Okay, das heißt, ich muss links runter da den Berg. Ich brauche eh noch ein Reittier, vielleicht ist es ein Raptor, den man tamen kann. War es einer? 35er war das, ja, einer. Bin ich mal ein bisschen mobiler. So, läuft ja, der rum. Den schon da unten. Ja. Ja, so was passiert, ne?
Dinge geschehen. Aber ich hätte doch irgendwie keine Nahkampfwaffe gehabt. Das triggert mich ein bisschen. Lass mal gleich nochmal eine basteln schnell. Spannendau. Na, 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 na. Alles klar, zwei Pfeile und er liegt. Ja, ich hab den aber auch schon ein bisschen. Okay, ich hab den mit normalen Pfeilen gekämpft. Ja, ich hab ihm einfach zwei Nahkampfpfeile gegeben und nicht anhauen jetzt, ne? Aber ich hab keinen Durst mehr. So kann man es natürlich. Oh, nein, das ist noch ein Raptor. So kann man es natürlich auch auffüllen. Er ist ein Level 10er. Oh, what the fuck? Da ist ein Alpha-Kano am Strand. Kalle, pass auf, ne? Oh, jo. Der ist Level 24. Was ist da? Warte, ich hab gar nichts zu trinken, oder? Ich glaub, den sollten wir nicht unbedingt battlen. Der andere, den wir gebattelt haben, war Level 10. Da hat unsere T-Rex so schön auf Hälfte Leben runtergesetzt. Da hatten wir auch bis 2. Alter, der ist aber ganz schön am Machen da, der. Der Alfie. Alfie 65. Ich hol mal kurz ein bisschen Prime Meat, damit wir. Oh, hier ist hier noch ein Raptor. Ja, ja, ein Level 10er. Hatte gesagt. Ah, okay. Der hat mich nicht gerade kaputt. Da hinten liegt eine riesige Rotto-Leiche. Ah, ne, ich hab natürlich. Ich meine, auf der anderen Seite gibt uns der Alpha-Kano halt gut Leben. Der kommt langsam gut in die Richtung, ne? Aber ich würde sagen, die lassen wir erstmal stehen, der haut ja nicht ab. Ja. So, ich komme mit Prime Meat. Hat jetzt natürlich wieder alle 10 Jahre gedauert. Kalle kriegt ja den ganzen Tag nichts geschissen. Aber ich bin ja dankbar, wenn die Leute mir mal Tipps geben. Also ich lese mir auch immer alle Kommentare durch. Mittlerweile sind es, also es sind halt sehr viele Kommentare tatsächlich. Ich lese mir auch, das ist auch gut. Also verhältnismäßig für meine Videos. Und viele sind davon auch mal hilfreich. Manche sind natürlich immer, oh Kalle, mach mal dies. Es sind auch viele, die sich immer so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ähneln. Ja, also es gibt auch viele Kommentare, die den gleichen Hinweis geben. Weil die natürlich dann sauer sind und, oh, jetzt sind natürlich alle meine Sachen. Kalle, Name, wie nennen wir ihn? Ach so, ein kleiner Raptor, ne? Ja, ja. Ein kleines, feines Bier. Ein schönes V+. Ja, weiß nicht, Koruba. Oder so ein Beck's Lemon. Jo. Jetzt muss ich natürlich erstmal. Wir haben kein Chitin mehr, richtig, ne? Nee. Also, wenn du Bock hast, kannst du welches Farm gehen. Dann musst du halt bloß ein paar Insekten erlegen und die halt mit der Axt abbauen, ne? Also ich lag in dem Moment mit. Ich bin auch, ich bin auch noch zu spät gekommen heute. Hab mich mega verschlafen. Ja, ich hab gehört, Max hat dich ein bisschen wach gehalten. Ja, der hat mich. Hat nur. Fertig gemacht, hat er mich. Psychologische Kriegsführung. Klar, aber unsere Hütte ist ziemlich cool da oben gelegen. Wenn man hier den Berg so hochkommt, sieht man die halt nicht hinter dem Berg. Bloß die Dinos sieht man halt. Na. No. Die sind halt schön in Reihenglied aufgestellt. Hatten wir noch irgendwo einen Raptorsattel? Weiß ich gar nicht. Hier liegt noch. Ja, hier ist einer drin. In der Werkbank. Komm ich mit denen gleich. Alter, was machst du? Wenn er die Ausrüstung nicht repariert hat, dann wieder. Ja, aber ich habe auch welche repariert. Du hast gerade auch meine mitgenommen. Achso, musst gleich sagen, was du noch brauchst. Ich hab sowieso noch einmal Schuhersatz. Dann pack ich die Schuhe nochmal rein da. Ja, die Schuhe nehme ich. Scheiße, ich nehme jetzt hier einfach das, was hier noch über ist. Ich hab ja eh tausendmal. So, dann kriegt der hier erstmal den Sattel. Aber wir haben jetzt eh nicht mehr so viel Zeit, noch 5 Minuten. Ja, stimmt. Ich vergaß. Dann geht ja eigentlich erst der eigentliche Tag los. Die jo. Woche. Wir mussten ja auf Max und Moris Back Rücksicht nehmen. Unsere Dinos sind weggepackt. Aber Kalle ist ja so kacke. Ne. Naja. Ist okay, Leute. Ist okay. Ist okay. Mach mal. Läuft ein Kano, aber ziemlich schnell. Echt? Oh, das ist ein Level 58 Kano. Da nehmen wir aber noch ein paar Raptoren. Na, kann man. Das ist halt, ne, wir hätten Raptoren schon vorher gebraucht. Man kann von Raptoren aus mit der Armbrust schießen.
Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist der GG. Und das verdient Karnas nicht? Ich glaub nicht. Weil jetzt noch so ein Level 58 Kano oben drauf, du, das ist, da haben wir auf jeden Fall die Commander, die Kommandotiere. So. Mach ich mal noch fix ein paar Narko-Pfeile. Sag, du bist ja unterwegs Richtung andere Base, ne? Ja, schon seit 10 Minuten. Nee. Gefühlt, naja. Mal gucken, da hinten waren halt auch ziemlich viele Raptoren. Schon wieder am Verdurst, ist so eine Scheiße mit diesem Durst hier, ne? Ne, aber du hast deine Wassergläser nicht mehr, ne? Oder was benutzt du jetzt gerade? Ich hab die nicht mehr, ich hab noch einen Sack. Ich hab nur einen Sack. Okay. Frage ist, lohnt es sich bei einem Raptor jetzt Schnelligkeit zu leveln? Ah, dann stirbt er mir wieder gleich. Aber die sterben, glaube ich, so oder so. Ich glaube, leben wir uns hier auch nicht. Hey, Dodo-Eier. So, dann muss ich mal gucken, dass ich den Kano irgendwie separiere von den anderen Viechern. Hab nämlich keinen Bock auf die Raptoren, weil so eine kleine Raptor-Armee auch ganz witzig wäre. Das ist so lustig, denn zu Anfang habe ich ja die Raptoren auch noch so super geflamed. Die kamen mir auch total nutzlos vor, aber weil die halt so schnell gestorben sind. Aber die haben halt viel Utility, so. Mhm. Was ist ein Läufer? Spannend. Ich habe natürlich jetzt auch noch den Kano vergessen. Natürlich jetzt hier in der letzten Viertelstunde wieder alles falsch gemacht. Aber ist egal. Nächste Woche geht es dann wieder los, Leute. Bin noch nicht ganz wach. Spannend. Lockst du gerade den Kano zu uns? Ja, ja. Wir müssen ein bisschen von dem anderen Zeug da hinten separieren. Wenn du Narko-Pfeile hast, ne, gib ihm. Mhm. Und noch drei. Oh, mein Spiel ist abgespielt. Ne, Pause. Nein. Alter, ich hab gerade voll Schreck bekommen, dachte, jetzt abgespielt und ich sitze da gerade auf dem Raptor und der Kano zerfleischt mich oder was? Ja, ich glaube, wir hätten noch zwei Minuten. Ist noch nicht Ende. Achso, okay. Ist noch nicht Ende. Oh, ein Rex ist wieder in der Höhle gespawnt. Ja, ist gerade wieder der Rex in die Höhle gespawnt. Ja, hallo. Jo. Och, Mensch. Ich sehe schon jetzt wieder die Kommentare. Kann du hör mal auf zu flamen. Du bist richtig scheiße in Ark. Mm. Könnt ihr auch kurz kommen? Ja. User left your channel. User left your channel. Channel switched. Ich habe nur eine Sache vergessen. Und zwar, ich habe den Timer gestoppt. Wir haben, glaube ich, noch 2,5 Minuten. Bei der Aktion, das Vieh so passgenau zu leveln, dass es jetzt ne, ordentlich ist und so, was uns da entbuggt ist, habe ich natürlich sehr lange mich auch reinfuchsen müssen bei den Admin-Befehlen und habe mir selber aus Versehen EP gegeben. Und zwar satte 9 Level. What? Und ich habe übel lang gegoogelt und es gibt keine Möglichkeit, sich EP zu entfernen. Mhm. Die einzige Möglichkeit ist, einen neuen Charakter zu erstellen, den und dann dem die Level geben. Dem die Level geben. Ja. Und das konnte ich allein nicht machen, weil da brauche ich ja dann schon auch Mori dabei, dass der mich in den Stamm einlädt und der mein Inventar ne? Und keine Ahnung, ist halt mega scheiße. Ja. Und da habe ich jetzt auch vergessen, euch zu fragen, wie wir's machen. Also 9 Level ist halt echt schon schwierig, ne? Ja, wenn das am Anfang irgendwie 9 Level gewesen, hätte ich gesagt, so, ja, ist ja überhaupt kein Ding, aber wir sind ja alle schon etwas höher levelig, also 9 Level halt schon echt viel wert, ne? Aber was ist denn, wenn du jedem 9 Level dazu gibst? Nee, das wirft das Balancing komplett durcheinander. Ja, also ich glaube, mit dem neuen Survivor ist es fast die Lösung. Ja, aber ich glaube, was halt auch, ich meine, du kriegst ja Base Stats und du kannst ja selbst nochmal Stats Ich habe die noch nicht verwendet. Eben. Also ich denke mir, wenn du die 9 Level quasi nie benutzt und so tust, als wärst du mal 9 Level drunter, hast du ja ein paar Base-Stats mehr. Wie ist das denn? Weißt du, nee, du kriegst doch keine Base-Stats mehr. Nein, ich bekomme auch keine Base-Stats. Also das Ding dann ist... Dann würde ich sagen, spielst einfach Gentleman Agreement aus, skill die 9 Punkte nicht, crafte nichts
Ja, das Craften ist halt das große Problem, ne? Ja. Das crafte nix? Nein, nein. Ich kann ja immer, wenn ich ein Level ansteige, dann einen Punkt verwenden. Ach so, ja, true. Aber ich brauche jetzt viel, viel, viel länger Level zu bekommen. Gut, das stimmt, ja. Ja, das ist halt für dich dann wieder ein Nachteil, ne? Ja. Wie viel mehr ist es dann? Können wir das nicht ausrechnen? Nach dem Motto, immer wenn du ein Level machst, kriegst du zwei? Boah, nee. Ist denn Mori auf demselben Level gewesen wie du? Warte, ich schau kurz. Ich glaub ähnlich. Also wir können ja immer, wenn ich ein Level up mache, warst du auch. Digga. Sorry. Ja, ich wollte nur kurz gucken, welches Level. Wir sind gerade mit dem Battle. Oh, okay, sorry. Digga. Über die Alarmanlage, Alter. Mori ist sogar ein bisschen höher. Also er ist sogar 4 Level höher. Okay. Gewesen, oder was? Ja. Ja, dann orientier dich doch einfach so an Mori ungefähr, dass du es halt danach vergibst. Ja, mir geht es jetzt nicht unbedingt um die 10 Leben oder so, die du mehr bekommst. Mir geht es halt bloß darum, dass man halt einen Sattel vielleicht bauen kann, die man halt sonst nicht hätte bauen können. Ja, ich verstehe schon. Ja, dann machst du das doch echt wirklich. Immer wenn Mori Level abpasst, hast du jetzt auch eins. Genau. Dass ich dann genau immer auf dem Level von Mori bin, bis ich halt keine Plus-Level mehr habe, nee, irgendwann vielleicht. Ich weiß nicht, dass du quasi immer parallel zu Mori uplevelst. Aber es kommt auf selbe hinaus. Also ich meine nur... Ja, aber im Long-Turn würde es ja auf selbe hinauskommen. Und wenn Mori jetzt das Level gerade hat... Ich meine, ich habe ja keine Vorteile dadurch, für Enagramme auf dem Level von Mori zu sein. Okay, ja, true. Deswegen kann ich ja jetzt einfach auf sein Level gehen und dann immer parallel mit ihm quasi... Ja, aber für dich gibt es ja wieder mehr Base-Stats. Aber nee, das finde ich auch fein. Also das ist okay. Aber ich meine, du warst ja 4 Level drunter. Du wärst dann halt immer 4 Level drunter. Aber das wärst du langfristig nicht. Ja, von mir aus. Let's go. Ach so. Ja, gut, also ich kann auch immer, wenn er ein Level up ist, bei mir ein Level up machen, ja. Das Problem ist nur, wenn wir uns dazu entscheiden, dass ich Power level, wird es halt schwierig. Ja, ich glaube, die Option fällt halt für euch tatsächlich für immer weg. Ja, also was wäre denn der Power Level? Was wäre denn der Nachteil, einen neuen Survivor zu machen? Es ist halt übel zeitaufwendig. Ja, ich glaube auch, also im Endeffekt... Uns würde jetzt die ganze Aufnahmesession, weil ich es vergessen habe, Lane aufs Übelste. Also ich würde sagen, der Call liegt jetzt bei Max, weil du verlierst ja was. Du verlierst die Chance zu Powerleveln. Wenn das für dich fein ist, ist für mich übel fein. Aber die Alternative wäre für mich auch fein, dass du einen neuen Survivor machst, damit du halt eben doch Powerleveln kannst. Ja, dass wir halt sagen, pass auf, wir zu Folge bla 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 schauen wir, dass wir irgendwie safe stehen. Und also zum Folgenende oder so, nächste Folge, das muss ja jetzt dass wir safe stehen. Muss er jetzt Also es könnte, ja genau, dann könnt ihr ja euren Fight quasi fertig machen. Ja, aber lass mal erstmal Max den Call machen, ob er Power Level drauf verzichten will oder nicht, würde ich sagen. Weil er ist ja ist ja sein Nachteil. Er hat ja sogar einen Nachteil sonst erstmal. Ja, warte mal, Alex, was meinst du, dass wir hier nach der Folge einen neuen Survivor erstellen? Genau. Also, dass wir jetzt quasi unsere Fights fertig machen, dann kurz in Chat schreiben, safe oder nicht. So. Aber dann delayt ja auch die komplette Aufnahme. Wir müssen ja danach jetzt noch 5 Aufnahmen machen. Und ich muss ja auch erstmal zu unserer Basis hinkommen. Als aber wie lange dauert das denn? Was glaubst du denn? Kannst dich ja auch teleportieren. Zu Koordinaten. Ja, nee. Wie denn? Nee. Nur zu jemandem hin. Ach, stimmt. Ich glaube, das würde so eine Viertelstunde dauern. Ja, für mich wäre das völlig fein. Wir haben heute kein Team-Meeting, es fällt aus. Also. Genau, also wir haben viel Zeit. Ja. Okay, dann, by the way, wir können das hier auch zurechtschneiden. Ja. Ich glaube, es macht sogar Sinn. Ich würde es im Off einfach einsprechen. Okay. Johnny, Alter, du bist ein faules Stück. Warum? Also ach nee, ist okay. Nein, das ist einfach besser für die Zuschauer. Also nichts wird das stimmt. So, Leute, wir haben uns jetzt entschieden, wir machen es so, wir spielen jetzt die Runde kurz zu Ende und dann gibt es für uns einen Break, wo ich das mache. Da haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass es klar geht. Und dass du einen neuen Survivor machst. Ich mache einen neuen Survivor, teleport mich zu Mori, gebe ihm mein Inventar und so weiter. Ich hoffe, das klappt, wie ich mir es denke. Und ihr werdet keinen Unterschied merken. Ich bin nur vor Adminrechte im Tribe. Und wir werden sicher stehen und nichts basteln oder sonst was. Also Gentleman's Agreement. Ja. Genau. Wie lange braucht ihr dafür jetzt Eis und Kalle? Naja, also der Kampf, den wir gerade machen, hat zur Folge, dass wir danach einen Taming-Vorgang haben, der aber nicht zu lange dauert. Das war eine 3-4 Minuten-Sache wahrscheinlich. Okay. Ja, gut, dann passiert das halt einfach, aber das müssen wir jetzt halt mit dem Bug mitnehmen. Ja. Ich meine, wir haben ja sowieso jetzt viel geändert und so und dann ab. Nächster Folge sind wir wieder auf Montag und dann geht's auch wieder richtig los. Dann würde ich einfach sagen, die Folge läuft jetzt noch 10 Minuten, damit ihr das hinkriegt. Ja, sollte.
Nein, die Folge läuft nicht 10 Minuten. Die Folge läuft noch 3 Minuten und danach gibt es eine Viertelstunde Break. Genau. Da ja, können die ja weiter. Wenn ihr im Taming-Vorgang das macht und den Server mal wieder stoppt und startet, kann er seit. Nee, ich stopp und starte nicht. Okay, ja, dann ist fein. Ich würde einfach sagen, wir sind bei der Base alle. Ja, Kalle und Eis können ja gerne ihr 4 Minuten Taming machen, solange das jetzt kein T-Rex, Spino oder sonst was ist. Nein, ist kleiner. Genau. Und juckt mich dann auch nicht. Kleiner. Ich meine, juckt mich eh nicht, was die haben. Ach, komm, Heino, Alter, jetzt mach deinen Scheiß hier, du hast ständig technische Probleme hier. Jo, oh, wir verschläfen, Kalle. Oh, unsere Rexe sind gestorben. Könnt ihr wohl nicht aufpassen, oder was? Jo, ich schreibe noch bis tief in die Nacht in WhatsApp und verschlafe dann die Aufnahme. Ja, jetzt, so, wir können weitermachen, denn ich muss kacken. Sehr nice. Kalle, ich werfe dir gleich noch ein paar Narkopfeile hin, dann kannst du die noch aufnehmen, yeah, kannst du selber noch ein bisschen betäuben. Gut. Warte, ich locke erstmal ein bisschen in meine Richtung. Ich komm gerade. Muss so ein bisschen Distanz gut machen, der hat mir doch schon einiges zugesetzt. Du gehst auf jeden Fall gerade von mir weg, ne? Ja, ja, ich weiß. Warte, bleib da hinten. Ich muss den auf Distanz halten. Nicht, dass er dich jetzt angreift. Ja, jetzt greift er mich an. Oh, lol. Aber ich hab ihn auch, getroffen. Ich hab ihn nicht, weil er auch noch leider. Ich hab keine Pfeile mehr. Ja, der will mich jetzt töten. Oh, oder nicht? Oh nice, der läuft weg, dann ist er schon fast betäubt. Oh ja. Ja, ich hatte nämlich, glaube ich, nochmal die drei Pfeile. Hast du die Pfeile jetzt hier hingeschmissen? Nee, ich hab sie noch nicht hingeschmissen. Aber der liegt schon. Alles gut, Kalle. Alles klar. Dann geh ich mich mal heilen. Oh, ich hab's gerade so überlebt. Das ist schön. Holy crap! Darf hier aber nichts mehr sein, du. So, dann hol ich mal Bockbier ran. Das ist ein weiblicher? Übrigens wurde mir nochmal gesagt, dass es mega OP ist, dass wir jetzt einen weiblichen T-Rex haben. Jo, weil die noch diesen Buff bekommen. Jo. Und der neue Rex war ja auch ziemlich gut, so vom Level her. Sogar höher als unser gelevelter Rex vorher. GG. Haben wir hier noch was zu fressen? Da bloß immer ein bisschen drauf achten, ne? Falls der Alpha-Kano jetzt auf die Idee kommt, sich hier hoch zu bewegen, dass wir den im Auge behalten. Jo. Ja, unsere T-Rex sind halt immer noch auf Passiv, ne? Wir müssen da noch überlegen, ob wir die jetzt verlassen. Ja, Passiv ist aber gut. Die Sache ist, wenn wir die auf neutral stellen, macht das keinen großen Unterschied, Kalle. Weil wenn sie neutral sind, greifen sie halt nur dann an, wenn sie halt auch Schaden abbekommen. Okay, ich glaube, ich werde dann, warte mal, der macht jetzt keine Pause, ne? Nee, noch nicht, keine Ahnung, was er jetzt gerade gemacht hat mit dem Befehl. Ich sag mal, dass wir ready sind, ne? Wir können die Folge beenden. So. Gut, meine Damen und Herren. Dann werden wir jetzt es folgendermaßen machen. Ihr habt es ja gerade nochmal gehört von dem guten Max, der jetzt sich noch einen neuen Charakter erstellen müsste. Dann. Oh, ja, Johnny braucht noch einen Moment. Ist egal, ich moderiere trotzdem schon mal ab, es wird jetzt hier nichts mehr groß passieren. Die anderen sind vielleicht noch in einem Fight, aber ansonsten werden wir jetzt, wie gesagt, uns langfristig darauf spezialisieren, auch mal auf Granaten zu gehen und alles Mögliche für einen Kampf vorzubereiten. Vielleicht auch mal die Base hier so ein bisschen in Sicherheit bringen, sagen wir jetzt mal, ne, mit ein paar Spikes noch auszubauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, meine Damen und Herren. Es war jetzt alles ein bisschen chaotisch mit den ganzen Problemen, ihr habt es ja mitbekommen. Und dann bis Montag bei Eis auf dem Kanal. Abonniert mich, abonniert Eis. Viel Spaß nächste Woche, haut da rein. Wir lieben euch, tschüss.